Ja, hallo und willkommen bei Garten und Hühnerliebe. Wie ihr seht, im Hintergrund, ich hoffe, ihr seht's, stehen noch ganz viele Pflänzchen, durch noch einen Haufen Tomaten. Also ich glaube, dieses Jahr wird voll das Tomatenjahr, weil in meinem Hochbeet sind die von alleine aufgegangen, jetzt schon. Und letztes Jahr war es ja ganz anders. Da sind von alleine erst im Juli oder so Tomaten aufgegangen. Also ich glaube, die Pflänzchen wissen schon ganz genau, wann die richtige Zeit da ist. Ja, ich hatte Tomaten vorgezogen, wäre nicht nötig gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt welche ins Gewächshaus gesetzt, auch Paprika und Auberginen. Und naja, ich habe aber noch einen Haufen Pflanzen. Was ich dieses Jahr auch machen werde, ist Melone Charentais. Das denke ich mal, wird dieses Jahr auf jeden Fall was werden bei dem Wetter. Und ich nehme mal auch an, dass das Jahr so weitergeht mit dem Wetter. Und da kann man solche Sachen perfekt anbauen. Ja, es ist gerade mal eine Woche her, dass ich einen Gartenrundgang mit euch gemacht habe. Aber es ist voll erstaunlich, was sich da getan hat. Gut, wir machen mal noch einen Kleingang. Einen kleinen Rundgang. Das ist der Hammer, was sich in einer Woche getan hat. Achso, und im Übrigen wollte ich euch noch was zeigen. Das hier ist das Heftchen von Gartensommer 2022. Das ist von Natur im Garten. Und in dem Heftchen stehe ich auch mit drin, wann da die Besuchstermine sind. Das ist jedes dritte Wochenende im Monat über den Sommer. Und auf der Website von Natur im Garten könnt ihr euch auch informieren, beziehungsweise auch auf der Website von der Gartenakademie in Sachsen-Anhalt. Da stehen die Termine auch noch drin und wo die offenen Gärten sind. Ja, ich bin hier im Seegebiet Mansfelder Land im Harz. Der einzigste private offene Garten. Es stehen noch andere Sachen mit drin, wie das Rosarium und so. Ja, also wer Interesse hat, sich den Garten mal anzugucken. Die Öffnungszeiten sind wie gesagt auf der Website von der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. Gut. Dann legen wir mal los. Hallo, da bin ich wieder, einen Tag später. Ich wollte ja das schöne Filmchen machen, euch zeigen, wie toll alles gewachsen ist. Ja, und da ist mir gestern was Dummes passiert. Ich war so klug, beziehungsweise ich konnte es nicht sehen. Die Sonne hat so geschienen, ich konnte es auf dem Display nicht wirklich erkennen. Ja, und ich habe auch schöne Aufnahmen gemacht, und zwar jedes Mal, wenn ich von Standort zu Standort gelaufen bin. Das habe ich gefilmt, wie ich gelaufen bin. Das andere, wo ich euch was erzählt habe und euch die Pflanzen gezeigt habe, da war die Kamera jeweils aus. Ganz toll. Ja, zwei Sachen haben dann doch funktioniert. Vorne der Gartenbereich und mit Sammy Ball spielen. Das zeige ich euch dann jetzt. Und den Rest muss ich nochmal neu aufnehmen im Laufe der nächsten Tage. Okay. Tschüss. So, die Erdbeeren wollte ich euch ja noch zeigen. Also hier ist der Kirschbaum. Da steht noch ein großer Strauch. Und darunter stehen Erdbeeren. Ja, und die fühlen sich da auch pudelwohl. Die haben auch schon Blüten. Das ist eine gute Permakultur. Also ein großer Obstbaum, darunter Sträucher, Himbeersträucher oder sonstiges. Und dann kann man halt noch ganz toll Erdbeeren oder sowas in der Art oder Blumen hinsetzen, die den Schatten gut vertragen. Ja, das ist super. So, was ich euch andauernd vergesse zu zeigen, ist hier vorne noch der Vorgarten. Da ist jetzt neu ein Rosenbogen im Eingang. Weil das hier total schattig ist, habe ich an dem Rosenbogen Waldreben, Clematis, dran gemacht. Ich hoffe mal, dass die nächstes Jahr schön groß sind.
Ja, hier auf der Fläche, hier vorne, als wir den Garten angefangen haben, waren hier nur Kriechsträucher, so Wacholdersträucher. Der ganze Boden total versauert. Also hier ist wirklich nichts gewachsen. Habe ich erst mal 2 Jahre gebraucht, den Boden wieder in Ordnung zu kriegen, oder fast 3 Jahre. Ja, habe hier erstmal nur Gras gesät, das Gras immer abgemäht, liegen lassen, damit Bodenbakterien entstehen und fressen und leben hier und so, dass der Boden sich verbessert. Dann habe ich letztes Jahr hier mit alten Steinen von der Mauer, wo wir ein Stück von abreißen mussten, habe ich, oder haben wir, Bob der Baumeister hat mir das gebaut. Noch meine Anleitung. Ja, hier so eine Art wie so ein Hügelsteinbeet, ich weiß nicht, wie man es nennen will, hingebaut und habe die Pflanzen so ausgesucht, dass es alles Pflanzen sind, die Schatten gut vertragen und dass jeder Jahreszeit was blüht. Als erstes blühen hier immer die Christrosen. Die sind schon verblüht. Das ist das Erste, was hier erstrahlt. Ja, und dann habe ich da für die Vögel noch was zu trinken. Wie gesagt, immer was, was schön blüht zu jeder Jahreszeit. Das hier, ich weiß jetzt nicht, wie die Pflanze heißt. Die wächst eigentlich in Wäldern. Und ja, ich finde die total schön. Kleine weiße Blüten. Vielleicht weiß einer von euch, wie die heißt. Ja, wie gesagt, ich habe andauernd vergessen, euch das jetzt zu zeigen. Hier ist ein Vogelhäuschen. Und hier steht noch ein Baum. Und in diesem Baum nisten wilde Tauben. Ja, ich mag dieses Gegurre von den Tauben gerne. Ja, dann habe ich hier noch so Steinpflanzen, die gerne zwischen den Steinen wachsen, verschiedene. Und auch hier oben, ja, wo nur Steine sind dazwischen, sind auch welche, wie ihr sehen könnt. Hier überall zwischen wachsen die und fühlen sich da wirklich pudelwohl. Ja. Gut. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen und werde da immer wieder, wenn wieder was Neues blüht, mal kurz filmen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Balli spielen. Pass auf. Bisschen aus dem Weg. Bisschen aus dem Weg, sonst treffe ich dich doch. Ja, Jackie, kannst du mitmachen? Yeah.